zusammen. Ja, das Ganze wird jetzt wieder ein Video zum Thema Halloween, weil wir haben jetzt schon Ende September. Jetzt ist es soweit Endspurt bis in den Oktober. Und ich würde sagen, das ist auch eigentlich ein Anlass dafür, dass man jetzt mal wieder ein Halloween-Video machen kann. Würdest du eher von einem Vampir oder einem Werwolf gebissen werden? Ja, ganz klar natürlich von einem Werwolf, denn dann hätte ich mal wieder Haare. Nee, Spaß beiseite, ich bin ja ein Vampir-Fan und deswegen würde ich in so einem krassen Fall, wenn ich wählen könnte, ganz klar von einem Vampir gebissen werden, denn ewige Jugend, ewiges Leben, warum nicht? Man wird aber dann immer zum Vampir in der Form, in der man gebissen wurde. Also man wird ja nicht dicker oder dünner, zumindest habe ich das noch nie erlebt. Und deswegen müsste man noch ein bisschen warten. Sollte es soweit. Next year. Okay. Würdest du eher einen blutigen Schnitt oder einen Knochenbruch haben? Ganz klar, einen blutigen Cut-Schnitt, denn einen Knochenbruch hatte ich schon. Deswegen auch die hübsche Narbe hier. Tony Montana lässt grüßen, Sin Emanuel, das wahre Scarface. Und ja, es ist ja auch nicht gesagt, wie tief der Schnitt ist. Das kann ja auch nur so ein kleiner Schnitt sein und es blutet. Aua, wo ist die Notaufnahme für so eine Muschi wie mich? Jo. Würdest du eher Haarsuppe oder schleimige Buga essen? Haarsuppe, ich weiß ja nicht, denn von mir kann das Haar nicht sein. Außer ich habe mir vergessen, mal wieder die Nasenhaare zu schneiden. Und schleimige Buga sollen ja irgendwie, Buga sollen Popel sein. Das kann ich ja gar nicht abhaben. Also dann doch lieber Haar in der Suppe oder haarige Suppe, wenn es denn kein so, ja, gekräuseltes Haar ist. Sagen wir es mal so. Würdest du eher Abendessen mit Frankensteins Monster haben oder mit Graf Dracula? Bei Frankensteins Monster gehe ich mal davon aus, dass der Kerl mächtig Hunger hat und nicht nur mich verspeisen möchte, sondern vielleicht auch mein Essen vorher noch, bevor er mich frisst. Das wäre jetzt nicht so ganz praktisch. Dann also lieber doch ein Abendessen mit Graf Dracula, denn der will ja nur an mein Blut und ich könnte vorher wenigstens noch ein schönes, saftiges Steak verputzen. Würdest du eher für immer Trick or Treat machen müssen oder für immer in einem Spukhaus gefangen sein? Ja, für immer Trick or Treat machen müssen, jeden Tag rausgehen, an der Klingel klingeln sozusagen, wo denn sonst klingelt. Und ja, um was Süßes betteln, ist ja fast wie mein aktueller Job. Nee, da hätte ich jetzt nicht bis ans Lebensende Bock drauf. Von daher wohl eher in einem gruseligen Spukhaus gefangen sein, denn der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und irgendwann gewöhnt man sich auch an die Hausgeister und ja, da kann man doch ein schönes Leben dann führen und ja, hat vielleicht sogar noch Platz für die Sammlung. Würdest du eher viel Süßigkeiten holen oder viel Geld? Hier würde ich ganz klar antworten, viel Geld, denn mit viel Geld kann man sich auch viele Süßigkeiten kaufen und noch ein paar andere leckere Sachen. Würdest du eher deinen Weg von einer schwarzen Katze kreuzen lassen oder dich von einem Voodoo-Priester verwünschen oder verzaubern oder verfluchen lassen? Also hier nehme ich definitiv die schwarze Katze, denn ich bin absolut nicht abergläubisch. Mir ist schon öfters eine schwarze Katze über den Weg gelaufen und zwar von links nach rechts, von rechts nach links, von vorne und zurück und es ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Außerdem für uns Filmfans ist ja Freitag der 13. ein absoluter Feiertag. Während sich andere da irgendwie zu Hause einschließen, legen wir erst richtig los und deswegen ganz klar, die schwarze Katze. Nee, die macht doch Miau.
Next question, please. Würdest du eher ein süßes Elmo-Kostüm tragen oder eins vom Sensenmann? Ich denke mal, bei meiner Statur und vor allem bei meiner Haarpracht wäre jetzt so ein gruseliges Sensenmann-Kostüm wohl eher angebracht. Außerdem habe ich überhaupt keinen Plan, was so ein Elmo-Kostüm sein soll. Sorry. Würdest du eher von einem Zombie verfolgt werden oder von einer bösen Vogelscheuche? So eine Vogelscheuche steht doch eigentlich fest auf einem Platz, oder? Und soll ja dann hier irgendwie die Vögel abschrecken, während ein Zombie mir, wenn es denn so ein Romero-Zombie ist aus den ersten Teilen, langsam hinterherläuft, um mir mein Brain auszusagen, falls es da überhaupt was findet in dem kaputten Kopf. Und ich weiß ja nicht, also ich verstehe das so, die Vogelscheuche, auch wenn sie gruselig ist oder sonst was oder verhext, die kann sich ja eigentlich gar nicht bewegen. Und von daher, weil ich so ein fauler Sack bin, würde ich ganz klar die wählen, ja. Würdest du eher ein gruseliges Buch lesen oder einen gruseligen Film schauen? Also ich meine, ich habe jetzt im Horror-Oktober bereits genug gruselige Filme gesehen und deswegen würde ich mich hier für das gruselige Buch entscheiden. Früher als Kind habe ich Stephen King Bücher verschlungen und irgendwie wird man dann älter und ja, gaukelt sich so selbst vor, dass man denn keine Zeit mehr dafür hat, aber irgendwie sich die Zeit nicht nimmt und da habe ich definitiv Nachholbedarf und deswegen würde ich das gruselige Buch wählen. Würdest du eher dich als Mumie verkleiden oder als Monster? Als Monster auf einer Monsterparty, das wäre natürlich klasse. Ich stelle mir das bei der Mumie auch ein bisschen schwierig vor, wenn man denn mal zum Pinkeln möchte oder irgendwie austreten möchte. Man weiß es nicht so genau. Also da doch lieber als Monster. Frankensteins Monster passt doch perfekt, hat immer eine Hose an, geht zack auf, zack zu, allzeit bereit. Deswegen Monster. Würdest du eher in einem Sarg schlafen oder in einem riesen Kürbis? Auch wenn ich ein Vampir-Fan bin, möchte ich dann doch lieber nicht in einem Sarg schlafen, denn das Ganze ist ziemlich beengt und dunkel natürlich. Da hört sich doch so ein Riesenkürbis viel freundlicher an, vor allem auch durch diese schöne orangene, warme Farbe. Ja, und das Ganze so ein bisschen mit Samt ausgestattet und so. Ich denke mal, da lässt sich's ganz gut leben und deswegen würde ich hier definitiv den warmen, nein, nicht den warmen, den großen, geräumigen Kürbis wählen. Würdest du eher dich in ein Schaufenster stellen und als Mona Lisa verkleiden oder im Bikini als Barbie? Mit der Bikini-Figur haben wir es so ein bisschen schleifen lassen in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe es ja bereits in der ersten Frage so ein bisschen angedeutet. Und deswegen würde ich mich jetzt hier bei dieser Frage für die Mona Lisa am Schaufenster entscheiden. Warum mache ich eigentlich immer so? Ich kann gar nicht irgendwie zaubern oder Zeug wegschieben. Zum Grapschen gibt es auch nichts, oder? Würdest du eher Augapfelpunsch trinken oder Fledermauspizza essen? Ja, auch die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Ganz klar, Fledermauspizza, yeah! Ach, scheiße, voll aufs T-Shirt. Würdest du eher in ein Haus mit gruseliger Einrichtung gehen oder in ein Haus mit milderer Deko? Es ist wieder Montag, es ist wieder 17 Uhr und deswegen wäre ich da am liebsten in ein Haus mit milderer Deko und würde mir dort das neueste Video von Ralfs Unboxing angucken. Würdest du eher in ein Haus gehen, in das du zuvor gegangen bist, aber eine Schüssel mit Süßigkeiten zurückgelassen hast und nun kannst du zwei mitnehmen oder in ein Haus gehen, in das du noch nie gegangen bist?
Da ich ein Abenteurer und Entdecker bin, würde ich definitiv in das Haus gehen, in das ich noch nicht gewesen bin. Denn vielleicht gibt es dort noch was Größeres zum Entdecken oder vielleicht noch mehr Süßigkeiten. Wer weiß? Würdest du eher eine gruselige Geschichte lesen oder Trick or Treat machen? Wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fragen zuvor, ich weiß es jetzt leider nicht mehr so genau, würde ich mich hier definitiv für das Buch entscheiden, für das gruselige Buch zum Lesen, denn wie gesagt, da habe ich noch einiges an Nachholbedarf. Würdest du eher eine gruselige Geschichte unter der Decke mit einer Taschenlampe anlesen oder in deinen Lieblingssessel mit allen Lichtern an? Die Frage ist natürlich wie geschaffen für mich und wenn man sich hier umguckt, ich glaube, dann denke ich, ist die Antwort klar. Würdest du eher einen Wettbewerb für das beste Kostüm gewinnen oder für den bestgeschnitzten Kürbis? So sehr ich Kürbisse an Halloween mag und vor allem dann auch mit verschiedenen Motiven drauf und die ausleuchten und so weiter und so fort, so sehr hasse ich dieses Aushöhlen des Kürbis und dieses ganze Rumgepansche, Rumgematsche mit den Kindern. Ist es immer ganz lustig, ja, ist okay, aber danach das ganze Zeug dann auch wieder aufräumen und alles. Nee, also da würde ich mich dann schon für das Kostüm entscheiden. Komm doch mal zum Ende. Aber am Ende wirklich richtig gut aussieht. Dann die letzte Frage, 20. Würdest du eher ein Kostüm anziehen, das leicht anzuziehen ist, aber nicht so schön aussieht, wie du es möchtest, oder eins anziehen, das perfekt aussieht, aber absolut schwierig anzuziehen ist? Wer schön sein will, der muss leiden. Aber ich weiß nicht, auch wenn so ein richtig geiles Kostüm, so ein Cosplay, du damit auf einen Maskenball gehst oder auf eine Party und es sieht gut aus und du kriegst lauter Komplimente. Meistens sitzen die dann so krass und eng und du kannst dich kaum bewegen oder kaum aus deiner Haut raus. Ist natürlich, kommt natürlich drauf an, aber wenn du dann auf einer Party bist und ja, vielleicht das eine oder andere getrunken hast, muss ja kein Alkohol sein, kann ja auch ein alkoholfreier Cocktail sein. Und dann musst du wieder mal aufs Klo zum Pinkeln oder du lernst jemanden kennen und es muss schnell zur Sache gehen und dann kommst du da nicht aus deinem Kostüm raus. Nee, da würde ich mich definitiv für die gemütliche Variante entscheiden und einfach mehr Spaß haben, auch wenn es vielleicht nicht so toll aussieht, denn wie sagt man, Charakter zählt. Boah, was das schleimig, Alter, fuck. Wie jetzt, das war's? Echt? Schade, dabei war ich gerade so gut in Fahrt, aber wer weiß, vielleicht lässt sich die gute Jenny ja doch noch ein paar Fragen einfallen und deswegen wäre es für euch auch gut, mal auf ihren Kanal vorbeizuschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und ich mache mich jetzt an meinen neuen Ständer hier ran. Wie man sehen kann, hat da schon jemand die Hand drauf. 5 gegen Kerzenständer sozusagen, auch wenn die ein bisschen alt aussehen und schon leicht vergammelt. Aber wie sagt man so schön, auf einem alten Gaul lernt man's reiten. Tja, in diesem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken und noch eine kleine Notiz am Rande. Es kam keine Fledermaus zu Schaden hier. Die kann noch auf die Fresse fliegen. Also in diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und Servus! Tja, diese Frage ist natürlich leicht zu beantworten. Natürlich einem Werwolf, denn
dann hätte ich wieder Haare. Nein, Spaß beiseite, ich würde lieber von einem Vampir gebissen werden, denn ewige Jugend, ewiges Leben, wer möchte das nicht ewig so aussehen, wie er gebissen wurde? Die werden ja nicht irgendwie fetter oder dünner oder so, aber da, ja, nächstes Jahr dann. Wenn, dann nächstes Jahr bitte. Nimmt er auf? Ja, nimmt auf. Dann nehmen wir auch hier auf. So, weiter geht's, weiter im Text. So. Shit, süßes Elmo-Kostüm eigentlich sein soll. Alter, ich schwitze mir den Arsch. Ja, es ist wieder Montag, es ist wieder 19 Uhr und schon wieder kommt kein fucking Video von Ralfs Unboxing. Ich hab's verkackt nochmal. Scheiße. Wie war das? Das ist ein schwerer Satz. Nein, 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 nicht abspielen, nicht abspielen. Copyright Claim gibt's hier. Psst. Ja, es ist wieder Montag, es ist wieder 19 Uhr und schon wieder gibt es kein Video von Ralfs Unboxing. Deswegen lieber in ein... Ich hab's vergessen. Was war die Auswahl? In ein... Immer dieses Scrollen. Gruselige Einrichtung oder in ein Haus mit milderer Deko. In ein Haus mit gruseliger Einrichtung um 19 Uhr. Schöne Grüße, Ralf. Sein Kanal wird nicht verlinkt. Definitiv nicht. Auch die nächste Frage werde ich mal wieder von meinem Handy vorlesen. Würdest du eher in ein Haus gehen, in das du zuvor gegangen... Moment. Ich muss mein Display putzen. Okay. Alter, dieses Scrollen, warum kann der nicht einfach bei der Frage bleiben? Würdest du eher eine gruselige Geschichte lesen oder... Warum verliert sich jetzt der Fokus? Es ist ja total spooky. Ist diese Puppe schon wieder hier irgendwo?